Jö, auf ein neues. Klick. Was haben wir da? Baba, der nicht 3D sehen kann und nicht weggeschubst. Ein verrückter Paladin. Stopp, was hat verrückt gemacht? Ach, man sieht Gegner, die nicht da sind. Das ist irre nervig. Und ein Lich King, wo ich nicht Y drücken darf. Ich glaube, wir nehmen den Barbaren. Und dann nehmen wir keine Level-Runter-Rune und versuchen halt so weit zu kommen, wie es geht. Ja, das klingt doch gut. Also kein 3D sehen, kann nicht zurückgeschubst werden. Also nichts Negatives, jedenfalls nicht wirklich. Ja, sauber. 7000 Gold. Nicht viel. Wir sollten erstmal Runen ändern. So, Blut ist okay. Blut ist okay. Runterleveln ist nicht okay. Runterleveln ist nicht okay. Blut ist okay. Fünfmal Blut. Yay. Ich glaube, wir müssen da nochmal Sprinten nehmen. Weil beim Schwert haben wir nur Dash dabei. Und das kann er nicht tragen. Warum kannst du das nicht tragen? Air Jump, Vampirism, Siphon. Ne, die Ausrüstung ist sonst soweit. Slayer Limbs. Nee, stimmt, das ist die Barbaren-Ausrüstung. Slayer Limbs, Dark Helm, Dark Sword. Minus 50 Schaden. Also, wenn wir es wegnehmen würden, ja, okay. Also das Dingenschwert hier wäre wohl eigentlich das Beste, das Royal Sword, vom Schaden her. Aber die Fähigkeiten hier sind einfach nicht toppbar. Also wir haben Dash. Auch, ich weiß nicht, warum da jetzt Air Dash steht. Das, mal gucken. Durch den Helm haben wir Air Jump, also Doppelsprung. Das heißt, wir haben Doppelsprung und Dash, genau das, was wir brauchen. Und wir mussten keine einzige Rune einsetzen. Das ist echt super. Was machst du eigentlich? Du machst nochmal Dash, dafür wesentlich mehr, weniger Rüstung. Und Umhang. Slayer Cape. 45 mehr Gewicht. Und wir verlieren einfach nur die 27 Rüstung hiervon. Die 27 macht langsam nicht mehr so viel aus, weil wir recht hohen natürlichen Rüstungsschutz haben. Also ja, ich würde es kaufen, wenn ich das Gold über hätte für das ganze Gewicht. Vampirism? Die 30 Lebenspunkte kommen auch nicht mehr wirklich viel ins Gewicht. Ich glaube, ich wechsle mal auf den zurück, damit wir jetzt richtig viel Vampirism haben. Bei jedem Kill müssten wir jetzt 14 oder so Lebenspunkte zurückbekommen. Ja, könnte hinhauen. So, nein. Geld ausgeben. Und zwar für später einmal Gewicht. 4700 Gold weg. Das ist übel. Jetzt kommt 2400 Gold zu Charon. Das ist nicht schön. 2600. Ja, Kopfrechnen ist so eine Sache. So, also keine Level runter runen. Das heißt, wir haben jetzt überall Tier 3 Gegner. Dafür haben wir den Barbaren mit richtig viel Lebenspunkten, richtig viel Blutentzug. Und ich muss an Y denken. Also mit seinem... Oh, du bist nicht zurückgeschubst. Mit seinem Rückschubsding. Hallo. Oh, machen wir wenig Schaden. Komm, die Crits müssen rein. Mehr Crits. Oh ja, definitiv das Slayer Cape holen. Allein schon wegen höherer Crit-Chance, höherem Crit-Damage. Sonst zieht der Barbar einfach nicht. Können wir euch wegschubsen? Nein. Okay, können wir knicken. Das will ich auch gar nicht erst probieren. Das muss nicht sein. Das können wir mit dem Hokage machen oder mit dem Assassin. Mit dem Assassin wäre das Pipifax. Hallo. Genau. Oh. Du hattest ja noch einen. Oh oh. Ah. Donk. Aber so vorsichtig muss ich ja gar nicht sein als Barbar. Wenn wir jetzt einmal ein Hühnchen bekommen, kriegen wir wie viel Leben? 100 noch was? Kaputt. Ja, ihr könnt mir gar nichts mehr. Ich bin ein unzerstörbarer Terminator. Oder so ähnlich. Oh ja, geht ziemlich gut. Wir kriegen 16 Lebenspunkte pro Gegner wieder. Sehr schön.
Du bist so ein richtig viel Knochenschmeißer, ne? Hey, jo, bist du. Oh. Yikes. Ja. Ihr wollt alle kuscheln, das ist okay. Ich glaube, das Gold verliere ich gleich da. Ne, sehr schön. Nö, da müssen wir nicht lang. Hallo. Bist du ein... Ne, du bist kein Bild. Was für ein Spiel ist das? Ja, okay. Bei Zeiten mal googeln. Wow. Sehr schön. Oh. Hey, wir haben einen Stachelding gekillt. Mit dem letzten kleinen Witzelchen. Und dass du mal hochspringst, mag ich auch nicht. Auch Diamanten auf Fußboden. Genau, du musst sterben. Wir haben schon 10.000 Gold. Aber ja, Lebenspunkte nehmen beständig ab. Weil ich immer wieder kleine Fehler mache. Wir brauchen definitiv ein Hühnchen. Ich glaube, ich kämpfe mich jetzt mal nach oben durch. Oh. Und da versteckt sich ein Doom was. Aber ja, nach oben durch. Kämpfen. Um dann das automatische Hühnchen vom Maya-Gebiet zu bekommen. Das klingt irgendwie komisch, automatisches Hühnchen. Wäre aber ein interessanter Gegnertyp. Oh. Ja, den einen Puschelwurschel nehmen wir mal. Ich wollte eigentlich dich hier machen. Yay, null Schaden. Oh. So. Oh. Das sind schon wieder viel zu viele. So. Komm schon. Oh. So. Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Oh. Und wie mir gerade auffällt, bringt auch das Blut. Abzaugding nichts mehr, weil 16 Lebenspunkte pro Gegner klingt zwar viel, aber wir haben inzwischen 1200 Lebenspunkte. Knapp. Da fallen 16 nicht mehr so ganz ins Gewicht. Also vielleicht sollten wir doch wieder eher auf Rüstung umschwenken und einfach hoffen, dass wir mehr... Oh. Ja, 10 Lebenspunkte. Weg hier. Und weg. Und hoffen, dass wir mehr Hühnchen finden. Oh. Ich will nicht von Knochen erledigt werden. Von einem McRib umgebracht. Das ist nicht so schön. Oh gut, was haben wir jetzt? Ein Hokage. Nee, garantiert nicht. Eine Assassin mit HP und Mana vertauscht. Und ein Barbar, der ähnlich ist wie der Barbar eben, nur dass der hier pupst. Damit kann ich leben. Und 16.000 Gold geben wir aus für... mehr Rüstung oder mehr Lebenspunkte? Einmal mehr Lebenspunkte, einmal mehr Rüstung und einmal mehr Gewicht tragen. Wir wollen ja immer noch langsam in Richtung Slayer Cape. Obwohl, wollen wir jetzt ja gar nicht mehr. Ah, das ist alles doof. Warte mal, du. Was können wir nehmen statt Blut, das uns langfristig besser überleben lässt? Wir könnten auf Geschwindigkeit gehen. Aber Geschwindigkeit heißt nur, dass ich schneller in Projektile reinlaufe, wenn ich ausweiche. Doppelsprung bringt nichts. Runterscalen wollen wir als Barbar und Paladin nicht. Retaliation. Haben wir schon mal den ganzen Slayer-Zeug und... Ich weiß nicht. Nee. Die Runen bleiben so. Können wir nicht so viel drehen. Ja. Also ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt mit dem Barbar noch anders machen könnte. Also wir könnten wieder vom Slayer-Zeug... Pups. Wir könnten wieder vom Slayer-Zeug weggehen.
also jedenfalls bedingt weggehen und stattdessen zum Beispiel das Cape wieder nehmen, das Rüstungscape, aber das sind nur 27 Rüstungen. Das könnten wir auch mit der Zeit skillen. Kaputt, 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 so. Aber ja, ich denke mal, wir werden einfach stur grinden müssen, damit wir mehr Angriffskraft haben, mehr Lebenspunkte, mehr Rüstung, mehr Gewichtskapazität. Hallo, habt ihr es? Boah, wo kommst du denn her? Mehr Gewichtskapazität wollte ich sagen, bevor diese Jungs hier... Hört auf mit den doofen Knochen. So, halben Mana-Vorrat verballert. Die sind irgendwie komisch, die schmeißen durchgehend Knochen. Auch wenn ich sie unterbreche, schmeißen sie danach gleich nochmal. Normalerweise die Magier zum Beispiel, die fangen einmal an zu zaubern. Dann kommen ihre Projektile, die Faradu ich weg. Und dann halten die 5 Sekunden die Füße still. Aber nicht die Jungs da oben. Genau ihr. Jo. Komm schon. Nein. So. Okay, dich kriege ich. Dich kriege ich. Du bist. Okay. Oh. Solok. Siehst ein bisschen auf wie der Vivi aus Final Fantasy 9. Nur halt ein böser Vivi. Und dein Hut ist nicht spitz. Und du bist nicht süß. Eigentlich hast du bloß ein schwarzes Gesicht mit komischen Punktaugen. Oh. Ha, aus den Stacheln gerettet. Zing. Zing. Ja, so werde ich dich töten. Nee, nicht wirklich. Wir werden da jetzt rübergehen. Arschloch, warum gehst du auf die andere Seite? Oh. Genau, so ist schön. Immer auf dem Kopf. Oh. Oh ja, ist definitiv gutes Training im Ausweichen, dass wir hier auf dem Normalmodus spielen, ohne runter zu scalen. Denn früher oder später werden wir nur solche Gegner haben, selbst wenn wir 5-mal runter Level Runen benutzen. Spätestens im New Game plus 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 plus. Oh, die Hölle. Hallo. Hölle. Zing. Ich hätte gern 1-2 Gegner weg, damit ich hier ein bisschen besser springen kann. Danke. Oh. Ah. Und ich hätte gern ein längeres Schwert. Oh, oder so. Auch nicht schlecht. Zing. Zing. Lala. Oh, oh, oh. Quietsch, quietsch ist nicht gut. Haha. Ja, man muss nur wissen, wie. Oh. Hallo, großes Pferd. Du hast da eine Flammenaura? Okay, das ist neu. Und das sind halt Tier 3 Pferde. Nightmare. Okay, gut. Mir egal, wie du heißt. Dich müsste ich doch eigentlich... Oh, oh. Ganz gut erwischen können. Wenn du mal am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehen würdest. Komm schon. Weich nicht immer aus, du. So. Ja, die ignoriere ich mal. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Die kann ich nicht so wirklich ignorieren. Hey. Du bist unsichtbar. Du schummelst. Du bist doof. So. Oh ja, der hier hat geschummelt. Der hat sich schräg gedreht. Also 3D schräg gedreht und war unsichtbar. Böser Vivi. Das machst du bitte nicht. Oh oh. Hihihi. Oh oh. Oh. Hm. Komm, 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 komm. Okay. Oh, 26.000 Gold. Das ist 3-mal Gewicht. Oh. Oder so. Nee. Oh ja, Retaliation ist doch praktischer, als man annehmen mag. Weil ich werde ja doch dezent häufig getroffen. Und dann stirbt wenigstens der Gegner schon mal. Oh, das war knapp.